Auf einem romanischen Fundament ruht der Turm der Wallfahrtskirche Unserer Lieben Frau in Mauern. Schon im 12. Jahrhundert hat die Wallfahrt hierher begonnen. Dass unruhige Zeiten ihm oft zugesetzt haben, sieht man dem Gotteshaus heute nicht mehr an. In den 90er Jahren wurde es großzügig renoviert. Das hat über 1 Million Mark gekostet. Mehr als 100.000 Mark hat die kleine Gemeinde an Spenden dafür selbst aufgebracht. Ihre heutige Gestalt bekam die Kirche in der Zeit des Barock. Anton Schmidtmann aus Neustadt hat die Altäre gestaltet. Im Zentrum des Hochaltars das Ziel der Wallfahrer, das Gnadenbild. Es ist eine spätgotische Pietà, die Darstellung des toten Christus im Schoß seiner trauernden Mutter. Links und rechts vom Gnadenbild die Figuren der heiligen Barbara und der heiligen Katharina. Auffallend in der kleinen Kirche ist der reiche Stuckdekor, hier in der Kuppel über dem Altar. Er entstand im Jahre 1727, als mit dem Rokoko die letzte Stilphase des Barock begann. Der Maurer und Stuckateur Martin Bader aus Rohr hat in der gesamten Kirche diesen vielfältigen Schmuck gestaltet. Selbst an der Decke des Langhauses, wo meist ein großes Gemälde zu bewundern ist, setzte der Stuckateur den zentralen Akzent. Von Wolken, Mond, Sichel und Krone umgeben, erscheint hier der stuckierte Name Mariens. Am Scheitelpunkt des Chorbogens ein interessant gestaltetes Medaillon. Es enthält ein Chronogramm. Das ist ein Vers, in welchem willkürlich großgeschriebene Buchstaben, als römische Ziffern gelesen, eine Jahreszahl ergeben. Hier 1726. Entsprechend der Hoffnung der Pilger lautet der Vers: Hier findet ein betrübtes Herz erwünschte Ruhe von seinem Schmerz. Dass viele Wallfahrer sich tatsächlich von ihrem Schmerz befreit fühlten, beweisen die teils über 200 Jahre alten Votivbilder. Mit ihnen wird der Dank für überstandene Gewalttat, Krankheit oder andere Gefahr zum Ausdruck gebracht. Die mittelalterliche Kirche Unserer Lieben Frau in Mauern, wenige Kilometer südwestlich von Neustadt an der Donau, war nicht nur damals Pilgern bekannt. Sie ist auch in unseren Tagen noch Ziel von Wallfahrten und Bittgängen.